klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Der vierte Punkt bei den Calvinisten ist nun die unwiderstehliche Gnade oder sagen wir mal erzwungene Rettung. Der Mensch kann nichts dafür, er wird errettet, wenn es Gott so will. Und bevor ich jetzt auf die einzelnen Bibelstellen eingehen möchte und das etwas detaillierter zu behandeln, möchte ich etwas aus meinem eigenen Leben praktisch einfügen, um das irgendwie mehr greifbar zu machen für mich selber und dann diese Fragen, die dabei entstehen, bei dieser Sichtweise, die mir dann irgendwo so mich selbst als Eigenindividuum darstellt, wie eine Marionette, gelenkt von wunderbar göttlicher Hand oder eben dann vom Teufel in die Hölle geführt wird. Da hat es gewaltige, enorme Probleme und ich sehe aber oft Christen, die diese Thematik eigentlich gar nicht so verinnerlichen, um was geht es, aber die vollautomatisch nämlich mit diesen Schriftstellen umgehen, weil es finden sich ja in der Bibel diese Stellen, die so typisch calvinistisch, sag ich mal, ausschlachtbar sind. Und dann stehen sie auf diesen Worten und merken gar nicht und begreifen gar nicht, sie sind auf dem calvinistischen Kurs und kommen aber dann in diese Sackgasse, in diese Denksackgasse, wo es nicht weitergeht. Und dann sagen diese Leute, das ist ein großes Geheimnis, das kann man nicht verstehen. Warum Gott tut, was er tut, es liegt nur an ihm, es hat mit uns faktisch nichts zu tun und kann man nie begreifen. Wir Menschen sind dafür nicht geschaffen, um das zu begreifen. Okay, das könnte man so hinnehmen. Und dann frage ich mich aber nur, was ist dann der Nutzen von dem, was ich in der Bibel erfahre? Was muss ich daraus für mich als Rückschluss nutzen, nutzbringend anwenden? Oder was könnte mir schädlich sein, um dann eben in geistlicher Hinsicht total fatalistisch, es geschieht sowieso, was Gott will und du sollst doch überhaupt noch beten und ach, ist doch alles, er ist doch im Regiment, naja, ich habe ja nichts damit zu tun irgendwo. Und das stimmt ja nicht. Das stimmt nicht von der Darstellung, die mir die Bibel genauso zur Hand gibt. Halte mal, du sollst richtig dem Geist gemäß auf seine Wahrheiten reagieren. Und hier jetzt aus meinem eigenen Leben eine kleine Geschichte, die so diese ganze Problematik für mich, das versuche ich für mich selber so aufzudröseln. Ja? Es war so, ich bin ja an und für sich in einem nichtgläubigen Elternhaus aufgewachsen, aber als kleiner Junge, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, dann hat meine Mutter mich zu Bett gebracht und hat sich vor meinem Bett hingekniet und meine Kinderhändchen in ihre große Hand gefaltet und hat so dieses kleine Kindergebet mit mir gebetet. Das ginge so in dem, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und dieses Kindergebetchen hat mich zutiefst beeindruckt. Ich habe das so nachgeplappert, habe aber auch nicht gewusst, was ist Jesus, wer ist Jesus, nur logisch. Hatte aber ein gewisses Gottverständnis. Weil für mich war das Beeindruckende, dass meine Mutter, die für mich eigentlich absolut mein Held war, ich habe ein wahnsinnig gutes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt und ich war jetzt das Nesthäkchen, das letzte Kind von vier und dann macht sie sowas, sie kniet vor meinem Bett, faltet ihre Hände in meine Hände und macht so ein Kindergebet. Und ich habe das dann, ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, wie lange oder wie alt ich war, drei, vier, fünf, ich weiß es nicht,
Noch nicht in der Schule, klar. Und dann hat sie das irgendwie nicht mehr gemacht, aber dann habe ich das noch so immer allein für mich so gebetet, in kindlichen Manier. Meine Mutti hat mir das erklärt. Okay. Dann kam ein Augenblick, und das ist jetzt noch interessant, jetzt kann ich mich daran noch erinnern. Das war einschneidend. Und zwar, der kleine Matthias hat eines Tages zu Gott etwas gesagt, und zwar, ich habe ihm gesagt, lieber Gott, ich kann jetzt nicht mehr beten, weil ich glaube das ja alles gar nicht. So irgendwie kam mir das klar, oder weiß gar nicht mehr genau, meine Umwelt und so weiter, Mutti macht das ja jetzt nicht mehr mit mir und ja. Jetzt möchte ich mich aber bei dir, lieber Gott, entschuldigen, dass ich jetzt nicht mehr bete. Das war mein Kinderherz. So war ich aufgestellt. Also, wenn es dich dann so gibt oder so, weiß ich jetzt immer wie. Nur einfach, sorry, jetzt verabschiede ich mich bei dir. Ich kann damit nichts mehr anfangen und es ist jetzt raus aus meinem Leben und fertig. Stelle man sich vor, was dieser kleine Matthias geäußert hat von sich. Nun kann ich sagen, wer war das, der so etwas in das Kinderherz von Matthias hineingelegt hat? Heute würde ich sagen, das war sicher der Herr in einer Weise und in einem Maß. Woher habe ich das genommen? Das habe ich aus der Tiefe eines gewissen Glaubens und einer gewissen Resonanzfähigkeit eines Kindes genommen. Und ich bin heute der Überzeugung, dass Gott diese Entschuldigung von mir angenommen hat. Und als ich 18 Jahre alt war auf dem Schiff, ihr kennt das Zeugnis, denke ich mal, die meisten, die mich kennen, dann kommt die Situation, dass ich in der Kantine auf dem Schiff einen bibellesenden, bekennenden Christen treffe, in meinem Alter, und er sitzt gegenüber von mir, und jeden Tag beim Essen faltet er die Hände, senkt kurz sein Haupt, und ich krieg einen Stich in mein Herz, weil, wisst ihr, das war die Art, wie meine Mutti meine Hände gefaltet hat. Hier erfaltet sie wieder auf die gleiche Art, auf dem Schiff mit 18 Jahren, und ich denke, mich trifft irgendwas, ja. In Wirklichkeit war das die mir damals auf dem Schiff sicher unbewusste Reflexion von dem, was als Kind damals durchlebt hatte, was mich jetzt wieder abholte. Und da sehe ich wiederum die Schwingung des Geistes in meinem Leben, was das für mich bedeutet hat, und dann die Frage, ich bin nachher zu meinen Geschwistern gegangen, meinen drei anderen, und habe die gefragt, könnt ihr euch erinnern, dass Mutti mit euch gebetet hat, vorm Schlafengehen? Keiner kann sich daran erinnern. Die wissen nichts davon. Das ist alles. Aber ich kann mir niemals vorstellen, dass meine Mutter das nur allein mit mir getan hat. Aber wie dem auch sei, bei mir hat es eine Wirkung, und die Wirkung hat sich nicht verfehlt, und es kam schließlich zu meiner Bekehrung. Und dann ist die Frage, wer hat was gemacht? Gott ist eingedrungen in mein Leben, Gott hat gewirkt. Aber jetzt dann die Folgelogik, die eine Antwort erfordert, habe ich damit irgendwas zu tun? Warum hat das bei mir gemacht? Warum nicht bei meinen Geschwistern auch? Warum? Ja, wieso? Was hat er gefunden an mir? Kann ich mich dessen rühmen? Kann ich dann sagen, ich habe da irgendeinen Verdienst, oder ich habe ein besseres Herz, oder ich war aufrichtiger, oder ich war was weiß ich. Es war Gnade. Und die Gnade ist ein Geschenk. Aber sie hat etwas mit mir zu tun, weil wenn es gar nichts mit mir zu tun hätte, dann müsste ich einfach auf das falsche Endergebnis kommen,
Gott, du allein machst alles und weil du die Liebe bist, dann gibt es eine leere Hölle und dann gibt es eine klare Allversöhnungslüge, die ja nicht biblisch belegbar ist, dass alle werden gerettet, weil Gott hat es ja in der Hand und er muss es einfach machen, dass sie sich alle bekehren mit dieser Art von unwiderstehlicher Liebe und Gnade und Akzeptanz und dass jedem Menschen Gott in der vergleichbaren Art und Weise begegnet, um mich dann auch, wie ich dann später erzähle, auf dem Schiff sozusagen durch eine Inspiration auf die Knie gezwungen hat, Schirgar gezwungen hat, nein, die Liebe zwingt nicht, nein. Die Liebe kann nicht zwingen, weil sonst wäre sie keine Liebe. Aber da muss ein Resonanzkörper und da muss von meiner Seite etwas kommen. Und da sage ich, das kann ich doch nicht weglegen. Das kann ich doch nicht auf Seite schieben und sagen, das war Gott alleine. Im Himmel angekommen, werde ich sicher begreifen, dass da, was mit mir als kleiner Junge passiert ist, was für eine herrliche Gotteseinwirkung, was mit mir mit 18 Jahren passiert ist, was für ein wunderbar Gnadengeschenk, was ist mir zuteil geworden. Aber diese ganzen Umstände in meinem Leben, sie haben etwas so wunderbar, wo ich lese in der Bibel, Gott in euch ist am Wirken und er ist von der Perspektive unfehlbar, hat er bei mir den Pfeil auf die Bogensehne gelegt und ins Ziel geschossen. Er hat mich getroffen und dennoch hat es etwas mit mir als Mensch zu tun, dass ich seinerzeit ihm nicht geweigert habe, ihm nicht ausgeschlagen habe, die Gnade nicht weggedrückt habe oder sonst wie in meiner normal so stolzen, vermessenen Art gesagt habe, ach Gott, aber dich gibt's doch sowieso nicht und komm, lass mich in Ruhe mit deinen Dingen da. Nein. Nein. Er hat es gewirkt in einem so engen Geflecht von es begegnet sich Mensch und Gott. Und es gibt es nicht und es geht überhaupt nicht, dass es nur allein ein liebender Gott ist, der alles zu erledigen hat. Der überhaupt nicht, ob er nur reagiert oder nicht, der kleine Matthias, ist mir doch ganz wurscht. Ich werde ihn einfach dazu zwingen, dass er mir Entschuldigung sagt und das berührt mich nachher. Und dann, ja, nein, kann nicht sein. So was ist ein Ding, das sehen wir doch auch in zwischenmenschlichen Liebesbeziehungen, so etwas existiert nicht. Das ist ein Geflecht von Gegenseitigkeit. Und darin lebe ich hier und heute ja auch mein ganzes Christendasein, all die vielen Jahrzehnte hindurch. Ich lebe aufgrund von Resonanzfähigkeit seiner Liebe gegenüber. Und die wirkt in mir, die wirkt erstaunliche Dinge, aber es ist immer eine Verflochtenheit Gott-Mensch, die gemeinsam etwas erreicht. Und dafür gibt es auch wieder enorme Bibelstellen und da macht die ganze Bibel Sinn.